Was ist das für ein Gefühl, an so einer riesen Geburtstagsfeier zu spielen? Total schönes Gefühl. Also wir haben uns auch sehr über die Anfrage gefreut. Wir gucken uns das ja auch mal ganz genau an, was das dann genau ist, und haben uns natürlich durch unser Background sehr aufgehoben gefühlt und gedacht so, hey, das ist toll, und wir freuen uns heute hier auch wirklich ein Konzert zu spielen, und jetzt um 16 Uhr geht's los. Ich bin sehr gespannt, ich glaube, wir werden eine Menge Spaß haben. Unterscheidet sich das Publikum zu dem Publikum, was ihr sonst habt? Habt ihr schon mal beim Soundcheck ein bisschen geguckt, wer da so da ist? Genau, beim Soundcheck haben wir uns schon mal ein bisschen umgeguckt, und es sind natürlich viele Kinder da, das ist immer ganz toll, und dann waren wir auch direkt schon so vor der Bühne dann und haben ein paar Autogramme gegeben. Und es macht immer ganz besonders Spaß, wenn es natürlich dann auch, wenn da ein paar Kiddies dabei sind, die sich dann immer freuen. Und es ist auf jeden Fall sehr gemischtes Publikum, sehr familiäres Publikum, aber das passt ganz gut zu dem Publikum, das so, dass wir sonst auch immer bei unseren Konzerten haben. Deswegen wird es auf jeden Fall hoffentlich ein schönes Konzert. Das ist immer sicher. Was? Du hast es gerade gesagt, der Hintergrund. Ihr habt einen christlichen Hintergrund, kann man das so sagen? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben uns kennengelernt, also meine erste Band, die ich hatte, war auf jeden Fall eine Kirchenband, und dadurch hat Caro und ich uns auch kennengelernt, und das sind natürlich die Werte, mit denen wir groß geworden sind und die natürlich bis heute in unseren Texten mitschwingen, und deshalb freut es uns umso sehr, dass wir heute hier sind und einfach ein Konzert spielen können.